Dam, da, da, dam, dam, da, da, da. Wieso bin ich ein Mann? Wie kann ich das ändern? Ja, bei Geschlecht. Ja, ach was, wo ist das? ich hab's, ist schon gut. Alles so teuer hier. Wir müssen erstmal halt Geld verdienen. Die sehen alle nicht so hübsch aus. Und auch die Frauen sehen sehr männlich aus. Ja, Level 3, Level 5, Level 10, Level 15. Also wir haben erstmal nur eine Map bis Level 3. Leute sind einfach noch nicht bereit und professionell. Ah, machen wir so. Also das heißt, wir haben jetzt eigentlich gar nichts dabei, ne? Doch, wir haben halt das Standardzeug. Ja, kriegst du immer, wenn du kein Geld hast, so ein EMV, ein ESG, zwei Taschenlampen, eine Leinwand, ein Ektoklasma-Glas, eine Geisterbox und ein Uferlicht. Ah ja, I see. Das sind so die minimalsten Sachen, die du brauchst, um überhaupt zu checken, was für ein Geist es ist. Alles andere sind Bonus-Sachen. Mhm. Na dann. Hi. Huch, ich kann ja gar nicht springen. Ja, der Fatma kannst du nicht springen. Es nervt mich. Ich will springen. Ja, ich Poltergeist! Poltergeist! Springen ist so essentiell in jedem Spiel. Okay. Oh, Perry ist auf dem Klo. Ich mach mal Tür zu. Hallo? So. Welche Tür? Also, ja, ich hab's gemerkt, deswegen habe ich Licht ausgemacht. Na Dank. Wenn du im Privatsphäre hast. So, ihr müsst noch bereit machen, Leute. Achso. Ich hab nur ein Leerzeichen. Leertaste. Leertaste bereit. Wo steht bereit. Das denn? Unten rechts. Da. Wieso bin ich Stufe 2? Du hast es schon mal vorgespielt. Du hast schon heimlich geübt. Du hast gefuscht. Peter. Wer macht stimmt, hier? Also ich fange jetzt an. Poltergeist, Poltergeist. Yay, Player, ich habe ein Achievement freigeschaltet. Dam, da, da, dam, dam, da, da, dam. Okay, also ich nehme wohl. Oh Gott, erstmal wissen, was das ist. Okay, das ist Sanity von uns, unser Gehirn aktiviert das. Das ist die Kamera. Das ist wieder Geist heißt wahrscheinlich. Der Geist antwortet nur, wenn man alleine ist. Okay. Wo sind denn die Items? Habt ihr schon alle kassiert oder? Wo ist denn das jetzt gesehen? Da an den Wänden. Ich versuche nur rauszufinden, welches Ding jetzt welches Ding ist. Da an den Wänden. Philip Cox. What the fuck? Ich glaube, das ist für. War das Ektoplasma? Ding? Wenn bei den optionalen Zielen noch ein Schloss ist, heißt das, wir können das noch nicht machen. Wo bist du? Bei dem ersten Bildschirm. Wahrscheinlich. Du kannst diese Ziele erfüllen und weitere Belohnungen erhalten oder kannst dein Auto Ja, aber da ist halt ein Schlösschen und das ist noch nicht so gut. Ja, guck mal, du musst in diesem Spiel musst du jetzt rausfinden, was es für ein Geist ist. Und dann sind wir nicht fertig. Dann kommt nämlich das nächste. Sammle die Salzsäcke ein, weil dann spawnen erst welche. Dann finde die sitzenden Menschen Silhouetten mit dem Ektoplasmaglas. Und dann muss das Ritual ausführen, um den Geist zu vertreiben. Ey, wir können Geist vertreiben? Ist ja geil. Ja, so geht das Spiel hier weiter. Das sind halt unten die optionalen Ziele. Wenn du rausgefunden hast, welche Spezies es ist, dann sind wir nicht wie bei Phasmo fertig und gehen raus, sondern wir können dann hier, dann spawnen dann die nächsten Sachen, ne, sammle die Salzsäcke ein, da müssen wir halt Salzsäcke suchen, finde die sitzenden Menschen in Silhouetten mit dem Ektoplasmaglas, das ist halt dieses komische Glas, wo du durchgucken kannst.
Und wenn du das alles gemacht hast, kannst du wohl das Ritual erst durchführen an dem Pentagramm. Und dann verbannen wir den Geist in einem Ritual. Warte. Na dann? Ich muss jetzt mal gucken, was ich da in der Hand habe für ein Ding überhaupt. Ich habe eine Uhr oder sowas. Ist ja gar nichts mehr. Ich glaube, ich habe ein ESG. Auf dem Boden liegt auch noch was. Direkt zu deinen Füßen. Zu meinen Füßen, das ist mit der Kakerlake. Da nehme ich die UV-Lampe. Ich habe das einmal schon versucht, alleine zu spielen und habe jämmerlich versagt. Ich habe einfach offline geübt. Wir sind allein. Wir sind allein. Wir folgen einfach mal den umgedrehten Kreuzen, oder? Die in der Lichterkette hängen. Guten Tag, Herr Reis. Oh, die Map habe ich sogar schon mal in dem Video gesehen. So. Ich habe keine Taschenlampe. Habt ihr eine Taschenlampe? Ich habe eine. Ja. Mit welcher Taste ist Taschenlampe? Na, wenn du, automatisch an, wenn du eine eingesammelt hast mit F. Nee, dann habe ich keine. Ich habe mal Licht angemacht. Was ist da gerade passiert? Was ist da passiert? Das Spiel war Geist. Geist. Das heißt nicht, dass der Geist da war, ne? Ich bleib mal bei Herr Schmitz. Wo ist die Peri denn hingegangen? Weil ich habe hier so ein Gerät. Hi. Hi, wo warst du drin? Genau hier nur. Okay, dann geh mal weg, weil da stand doch reagiert auf alleine, oder? Hi. Oh, deine Haare leuchten. Muss ich irgendwas drücken für dieses Gerät? Was ist das so eine Art EMF? Ich denke, das ist so ein Elektromesser. Habt ihr das gehört? Ich denke, das ist das ESG. Einige Geister reagieren empfindlich auf elektrostatische Generationsgeräte. Oh, da liegt wer. Also, werden sie sich nur sehr kurz zeigen, wahrscheinlich in einem schwimmenden Zustand übergewehrt. Also entweder der taucht über dem Gerät auf oder das ist schon eingetreten, weil der Geist kurz da war. Ah, okay. Ich bin mir noch nicht sicher. Weil eigentlich kann ich eigentlich kann ich ESG ja tippen dann. Da würde ich gerne drüber springen. Der Geist kurz da war. Aber ich weiß nicht, ich glaube, also ich war, das war, ich habe mir mal einmal ein Video angeguckt. Da bist du. Ja, mich versteckt. Sind auf jeden Fall Muss ich irgendwas drücken für diese Gerätschaften in meiner Hand? Ja, hat sich schon erschrocken. Also ich muss Linksklick drücken. Passiert nichts bei mir. Wollen wir nicht durch? Klicken oder gedrückt halten? Nee. Gedrückt halten bei mir. Mein Licht rennt einfach weg. Ja gut, bei dem hier ja. Aber bei dem anderen hier? Auch keine Spuren. Dann wahrscheinlich nicht, dann ist es automatisch, würde ich sagen. Was ist das? Ich habe Keller gefunden. So ein Bad. Ein hübsches Bad. Warum ist da eine Puppe? Kann man die einsammeln? Oh, du hast sie genommen. Ja, kann man. Ob das so eine gute Idee ist? Das ist eine Voodoo-Puppe. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Werfe ich Sachen wieder weg? Ich weiß es nicht. Geh. Ganz unten. Wie bringst du die jetzt zu dem einen? Ich habe aus Versehen einen Nagel reingedrückt und sie hat gequietscht. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Hast du einen Generator gesehen zum Stromanbau? Leute? Was denn? Leute? Was denn? Wie wirft man Sachen wieder weg? Gehen. Wenn der Finger ist, dann ab mit dem in den Keller. Ja. Nein, ich hab eine Voodoo-Puppe und ich hab aus Versehen den Nagel reingedrückt und sie hat gequietscht. Ich glaub, Harry bringt das gleich um, aber okay. Passiert überhaupt nichts mit diesem Kakerlaken-Ding. Ach, du hast das EMF. Wer bist denn du? Siehst du es auch? Seht ihr es auch? Was? Ja, stimmt.
Hallo. Der hat keinen Pullermann, den ich wegpixeln muss, ne? Wer bist denn du? Sehe ich nicht. Bleib mal auf Abstand. Klausi. Ja, bitte. Kann jemand mal Licht anmachen? Ich ziehe hier. Wo bist du? Im Keller. Wo geht's denn nochmal nach oben? Gibt's doch gar nicht. Der Baum. Tu mir mal einen Gefallen und guck mal, ob du das bei dir auch passiert. Ja, komm mal bitte hoch. Ich komme hier nicht mehr raus. Bin auf dem Weg. Der Geist. Ist der am Jagen? Oh, was ist das denn? Weiß ich nicht. Wo ist Flauschi? Ich versuche den Weg hoch zu... Ach, da bist du. Herr Schmitz, kannst du bitte mal hochgehen? Danke. Ich finde hier nämlich nicht mehr raus, sondern Licht. Am Eingang war der Generator. Wo ist denn der? Da lang. Zu was soll ich probieren? Oh, was zum? Da war irgendwo, warte, ich muss nur den Weg wiederfinden. Das war nur ein Jumpscare. Hä? Geht das Licht überhaupt? War das denn jetzt? Ah ja, da oben. Ist so, wir haben noch hier ist ja auch Licht an. Ich muss den Weg wiederfinden, I'm sorry. Wo wolltest du hin? Wir haben hier einen entscheidenden Stock. Ich habe gerade im Flur ein Bild. Oh. Hä? Da. Im Flur ein Bild? Was ist das? Oh, hallo. Jetzt hat er mich erschrocken. Was war da? Habt ihr das alle gehört oder habt das nur ich mit dem Ding hier in der Hand gehört? Der ist mir gerade als Silhouette entgegengeflogen. Und hat wie so ein Schweinchen gegrunzt? Nee, das war Perry. Nee, das glaub ich nicht. Wie heißt denn das Ding, was ich dann in der Hand habe? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe dann was gehört. Hier was durch. Ist das denn? Anger. Anger. Ja. Hübscher Name. Anger. Anger. Eigentlich passiert da irgendwas, Klauschi. Oder? Ja, was denn? Klauschi, komm ja. Mal her. Aber nur Flauschi jetzt. Flauschi, lest das mal bitte vor, was, auf, dem, vor, was auf dem Bild steht. Passiert das auch bei dir dann? Do you want to play with me? Do you want to play with me? Okay, bei mir kam das aus dem Bild was rausgeschossen. Muss man allein sein dafür? Wie heißt das Ding, was ich hier in der Hand habe? Weil es könnte sein... Oh! Du hast die Box in der Hand, du musst mit dir quatschen. Hier passieren Dinge. Ja. Und ich glaube, ich habe mit dieser Box was gehört. Was ist da vorne? Ein Brautkleid. Ein Brautkleid? Geradeaus rechts und mir kamen ganz viele Ratten entgegen. Oh, ich habe EMF Level 5. Oh, cool. Wie geht denn das? Mit J? Beweise im Level 5. Wie heißt denn das? Alter, was war das denn? Sag mir nicht, dass du tot bist. Nein, bin ich nicht. Alter, guckt euch mal um. Habt ihr es gesehen? Ich hab's nur gehört. Mir ist ein kleines totes Messer gerannt. Überall Knochen an den Wänden. Hier ist Kälte. Kälte. Ah, komm mal, ich muss das aufstellen. Gefriertemperaturen. Es ist ein Abaddon. Wo hast du denn? Wo kommst du denn ins Menü? Mit J. Mit J was? Gefriertemperaturen? Was war es noch? EMF Stufe 5 und ich habe Geisterbox eventuell, denke ich, vielleicht Antwort gehabt. Ja, hat er gesprochen? Ich sind hab das so ein, die Gefriertemperaturen? So Schweinchen. Was habe ich schon wieder verpasst? Das müsste dann aber jetzt... Da kam ein Geist aus dem Bett nach oben, hat sich nach oben gewölbt und geschrien. Also ich gehe mal eben raus und guck mal... Ist das nicht eine ESG-Reaktion? Weil das war ein schwimmender Geist. Magna. Okay. Oh, sag nicht Magna. Sag nicht Magna. So. Hier kann mir doch nichts passieren, oder? Jetzt gucken wir doch mal. Also ich denke, der Geisterarten. Was ist denn da? Wählt Ziele aus, die sich nicht selbst verteidigen können. Sehr tödlich. Hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dich während einer Jagd zu ignorieren, wenn du ein Kruzifix in deiner... Was passiert da vor mir? In deiner Hand hältst. Hm.
Als das nicht ist. Lebt ihr noch? Bin ich alleine vor der Tür? Die Taste ist V. Die Taste war doch V, oder? Die Taste war doch V. V. Ich gehe mal am Wagen gucken. Vielleicht kann ich sehen, ob sie da tot sind oder nicht. Im Wagen, im Zelt. Okay. Ich bin noch am mental stabilsten. Peri hat noch 12% Sanity. Warum hört ihr mich nicht? Geh ich jetzt gucken? Dum, da, da, dum, dum, da, da, dum. Hä? Flauschi? Ja? Wo bist du? Beim Eingang. Hört ihr mich nicht? Nein. Hast du V gedrückt beim Reden? Ja, aber irgendwie funktioniert das nicht. V, B. Wir haben schon gedacht, du bist tot. Ich habe gedacht, ihr seid tot. Nein, wir waren immer noch da hinten im Raum beschäftigt. Also ich hab mal geguckt, weil ich wollte draußen in Sicherheit gucken. Und zwar, wenn das der ist, den ich denke, ich weiß nicht, ob das passt, wählt Ziele aus, die sich nicht selbst verteidigen können, sehr tödlich, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dich während einer Jagd zu ignorieren, wenn du einen Kruzifix in deiner Hand hältst. Flauschi lebt? Ja, ich lebe. Ich glaube, die Taste funktioniert nicht. Herr Schmetz ist tot. Oh nein. Oh. Aber Peri, deine Sanity ist sehr weit unten. Was war das für ein Fieps? Okay. Ich habe aus Versehen einen Nagel in die Voodoo-Puppe gedrückt wieder. Aus Versehen? Wie kann das aus Versehen passieren? Kannst du mal damit aufhören, bitte? Ich versuch's. Du weißt schon, dass du den Geist damit ärgerst, aggressiv machst? Wollt ihr vor die Tür gehen, dann ärgere ich ihn noch mehr. Wir wissen, wie das ist, wenn man stirbt. Was habt ihr denn noch für Gerätschaften mit euch? Ich habe jetzt nur noch hier dieses Geisterbox-Ding zur Auswahl. Habt ihr irgendwas noch gefunden? Ich habe mein Gerät weggelassen. Warte, ich werf's hier hinten auf die Couch. Vor die Couch. Mehr habe ich nicht. Jetzt ärgere ich den Geist. Ich sehe nicht. Was hast du? Achso. Vor die Couch, Digga. Ich sag jetzt einfach so, der Chin. Ich schau jetzt mal, ob der Geist sich hier umlegt. Was ist denn das? Okay. Optionale Ziele werden aufgeschaltet, nachdem jeder den Geist ausgewählt hat. Okay. Was ist denn das für ein Kompassding, was ich in der Hand habe? Ist ja gut vorbereitet. Finde ich damit Ektoplasma-Flecken oder was finde ich damit? Ja, da kannst du durchgucken. Ja, danke, so weit war ich, aber was ist das? Nein, ich sagte ja auf deine Frage. Ach so, okay. Jetzt ist hier schon wieder die Tür zu. Hier ist Schmitz, wie war sterben? Ich krieg die Tür nicht auf. Kannst du wie bei Fassmann den Gegenstand in die Hand nehmen und werfen? Ja. Kann man da durch kommunizieren. Ach so, meinst du Herr Schmitz? Ja, hier, dass er den Stein nimmt zum Beispiel. Ich krieg die Tür nicht auf, Wolfi. Ah, Entschuldigung, jetzt schon. Ich will ja die Tür öffnen, aber ich will da nicht mehr rein. Ich weiß nicht, was ich hier durcherkennen kann. Was ist denn das? Achso. Was ist da los? Wo war der nochmal am aktivsten? Beim Brautkleid. Wo war das? Ganz hinten.
Das ist eine coole Garage. Ganz hinten, aber unten. Lauschi? Ja. Okay. Könnte sicherstellen, ob Perry dich schon umgebracht hat. Achso, ich habe keine Orientierung. Das war verkehrt. Hier war der Keller. Das hier? Du lässt doch jetzt nicht Flauschi allein, oder? Hat er dich jetzt echt allein gelassen? Ja, oh, du hast eine Leinwand mit. Das ist ja fein. Yes, ich versuche mal den Weg zum Brautkleid zu finden. Ja, habe ich gerade auch versucht, aber Orientierung ist gleich null. Da geht's doch wieder. Der Weg sieht gut aus. Bist du aus der Geisterwelt? Do you want to play with me? Do you want to play with me? No. Never ever. Upsi. Manu. Lustig aus. Das war ein schönes Spiel. Achso, jetzt sehe ich dich. Bist du tot? Ja. Hallo. Hallo. Aber man hört dich auch so, ne? Oder hattest du Discord wieder angemacht? Nein, ich habe Discord vollmute. Was ist das hier? Kann ich das aufheben? Kann ich mich... Nee. Doch, man kann sich... Nein. Was? Man kann sich bücken. Ja, man kann sich bücken, aber man kann es nicht aufnehmen. Nein. Können wir also nichts werfen, ja? Mhm. Ich habe das Gefühl, meine V-Taste funktioniert nicht. Was macht man denn auf V? Naja, eigentlich mit Funkgerät reden. So. Können wir gar nicht hier rumgeistern? Nee, ich habe nichts gefunden, damit wir rumgeistern können. Kann nicht anklicken, gar nichts. Wo ist das denn? Es leuchtet. Ja, außer wenn du drumherum gehst, dann leuchtet es nicht mehr. Es blinkt. Was ist das? Ich weiß nicht. Ist das vielleicht eine der Sachen, die gesammelt werden müssen jetzt von den anderen? Diese Salzsäckchen meinst du? Ja, ja, das kann sein, weil die spawnen ja erst, wenn alle sich einig sind, soweit ich weiß, was es ist. Keiner hat den hier, hast du den eigentlich gesehen vorhin, als du noch gelebt hast? Ja. Ja. Ja, nur weil du mit der Taschenlampe gegen geleuchtet hast, ich stand neben dir. Ach ja. Wo sind die denn? Ich hoffe draußen. Huch, lädt. Die haben abgebrochen. Hallo? Habt ihr abgebrochen? Nö, gegangen. Warum habt ihr abgebrochen? Weil wir kaum Sanity hatte. Sie hatte null Sanity. Die wäre safe tot gewesen, wenn die nochmal rein. Ich wollte nicht wieder reingehen. Ja? Ein Uni. Okay, dann hätte ich falsch gelegen. Okay, ich habe einfach $0 bekommen. Ja, bei falscher Geist und keine optionalen Ziele. Ja. Bam, bam, bam. Okay, aber wartet mal. Haben wir... Beweise. Wir hatten vorhin auf jeden Fall, was hatten wir denn? Wir hatten das EMF auf 5, ne? Mhm. Was hat der Uni denn? Ich muss jetzt ja mal gucken. Ich habe die Gegenstände. Uni wäre EMF 5, Gefriertemperaturen und Fingerabdruck. Tja, hätte Wolfi das sehen müssen. Er hat nee, ich hatte das Ding in der Hand. Ist das nicht das violette Licht gewesen? Ja, ich hatte das violette Licht. Dann habt ihr beide eins gehabt. Ja, bis ich gestorben bin. Danach hat er es genommen. So. Ja, ich habe das als Taschenlampe gedacht. Ich wusste nicht mal, dass das irgendeine Funktion hat. Aber das heißt, es war nicht dieses komische Blitzdings, was irgendwas hervorgeholt hat? Oder gibt es dafür auch nochmal separat ektoplasmische Flecken, Geister, was? Geisterreaktion. ESG-Geisterreaktion, das gibt es nämlich auch. Ui, mies.
Fingerabdrücke, UV-Licht oder. Okay. Ja, genau. Und du warst ja nicht sicher, ob dein Gerät die aus dem Bett geholt hat, weißt du? Ja, ich wüsste nicht, hatte ich jetzt das EMV oder das ESG? Du hattest das ESG, Flausch hatte das EMF. EMF. Also nochmal. Ja. Wie sind wir vorhin nochmal auf den Dingens gekommen? Beweise. Weil wir haben Beweis was reingenommen. Achso, wir können ja das Ding streichen. Ja. Na gut, vielleicht hätten wir auch streichen. Wir haben EMF5. Geister. Achso, wir hatten den Abaddon, hatten wir ausgewählt, ne? Ja, wobei ich mir über Geisterbox nicht sicher war. Okay. Jetzt ist es nochmal los hier? Ja. Geht los? Ja, wo kann ich denn hier bereit drücken? Und einfach Leertaste. Perry muss auch noch bereit. Ich muss erst auf zurück drücken und dann auf bereit. Das kann sein. Da ist schon wieder dieses gruselige Kleid. Terry hat sich aber erschrocken jetzt gerade. Ich habe mich mehr als gut erschrocken. So. Wollen wir das gleiche nehmen, was wir vorgenommen haben? Wir haben nur zwei Taschenlampen, ne? Wo sind denn die Taschenlampen? Ach, da. Dann sehe ich wenigstens was. Können wir mehr als eine Sache aufnehmen? Ja, drei. Also du hast jetzt die Geisterbox, ja? Du hast das EMF. Und was ist das für ein Ding? Ach, das ist, ich nehme die Staffelei mit. Ich dachte, das wäre das EMG. Ist es das? Oder ist das EMF? Nee, EMF ist das hier. Ja, mit der Kakerlake drauf. Okay. Weiß ich auch nur, weil ich einen Erfolg gekriegt habe. In der Mitte, oder wie? Bei dem, was ich jetzt in der Hand habe? Ja. Ne, da steht bei der Zahl, steht nur 2, 3, 4, 5. Oben rechts an dem Board. Achso, und das ist das, wo er drüber schwebt. Okay, und das ist das mit dem Ektoplasmaspuren. Okay. Achso, dann ist es Fingerabdrücke, oder? Okay, das heißt, ich habe EMF und ESG. Ja. Okay. So, Peri hat Staffelei und. Was hast du noch, Peri? Das Guckding. Die Uhr. Das Kompassding, wo ich nicht weiß, wie es heißt. Achso, wo ist denn jetzt überhaupt, ich gehe mal kurz, Einstellung, Steuerung. Achso, reagiert er auf Einzelne? V. Ja, habe ich gedrückt. Müssen wir vielleicht ein Dings dabei haben, damit es überhaupt funktioniert, ein Funkgerät? Der Funkgeräte? Ich bin alleine, ich kann Unfrieden machen. Nur wenn du alleine bist. Anas. Tänzen. Das ist der, und der läuft. Der Roppel, du. Man kann hier schon das Licht anmachen. Hier war ja die ganze Zeit auch immer Licht an hier. Jetzt mal auslegen. Hey. Ja. Mach das Licht an. Geist reagiert auf alleine. Auf alleine? Hm. Ja, hallo. Geh mal weg. Dann geh ich doch mal alleine. Du Geist, komm her. Du Geist, sag mir, wie alt bist du? How old are you? Are you man or woman? Hello, my friend. What's your name? Can you speak with me? Want to kill? Want to slay me? Was hast du denn hier für komische Vorlieben? Hallo? Ich rede. Ja. Ich weiß nicht, ob ich auf Deutsch oder Englisch reden muss. Das ist aber ein komischer Dirty Talk, ja. Hallo, guys. Gib mir ein Zeichen. Show me your energy. Tell me where you are. Hello. Ich erinnert sich nichts in diesem Ding. Ich kann auch nichts tun.
Hello, girls. So da. Show me. Wo ist denn der Keller? Bist du wahnsinnig? Hallo. Hallo, 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 hallo. Also gleich ist der Geist genervt, glaube ich. Ja, gleich bist du genervt erstmal. Also wenn er dich zuerst umbringt, weißt du Bescheid. Hallo Geist. Oh, guck, was ist das denn? Das ist ja süß. Wie geht das dir? Oh. Oh, da sind menschliche Opfer. Nice. Menschliche mein Opfer. Geist, oh. Ich frage mich, ob ich ihn mitkriege, wenn dieses Ding reagiert. Geh mal hier raus, das bitte. Geh mal weg. Ich finde, das muss auf den Boden stellen. Wie, das muss ich auf den Boden stellen? Das sagst du mir erst jetzt? Und jetzt? Der schwebt da drüber dann. Hallo. Hallo. Und dann? Hallo. Hallo. Ja, aber nur wenn du richtig bist. Wo weiß ich? Dann geht nämlich ja das andere Ding. Weiß ich wenigstens, ja, wie es funktioniert. Ja, wie bei Phasmo. Du musst ja erstmal den Geisterraum finden. Ja, ich war ja auch voll der Experte in Phasmo. Ich lass die mal allein im Keller. Ich sag mal, Geister kurz einfach mal nein bisher, weil irgendwie nichts so ist. Dum, da, da, dum. Ich hab meinen Nagel reingedrückt. Hallo. Ja, fein. Hallo. Oh my God. Alter Verwalter, was war das denn? Siehst du, hast du das auch gesehen? Nein. Das war eine Frau mit einem Hütchen, mit so einem Schlapphütchen. Eine Frau mit einem Hütchen. Ja. Herr Schmidt. Hier. Hast du schon was gefunden? Nein. Also keine Fingerabdrücke? Nein. Ich werde meinen zweiten Nagel reindrücken. Ja, ich geh mal weg. Oh. Aber ich glaube, die Fingerabdrücke kommen auch erst, wenn er auch wirklich irgendwas berührt, ne? Wenn er irgendeine Aktivität Hallo. Macht. Beri! Hi! Beri! Ja? Hier war eine Frau mit einem Schlapphütchen. Hallo. Oh, und da hinten sind lauter Lampen zerbarsten, als ich versucht habe, das Licht anzumachen. Hallo. Ohrwurm gemacht, Ohrwurm gemacht. Ja, jetzt ist ja auch irgendwas kaputt gegangen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. War ich hier schon? Hallo, ja. Bist du? Hallo, hallo. Ghost. Ghost. Nur weil die Alte mir da unten erschienen ist, heißt das nicht, dass das da unten auch der Raum war, oder? Pumuckl ist da. Ja, Meister Ede ist tot. Pumuckl ist wahnsinnig geworden und bringt alle. Enger. 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 Gott, sollte das nicht. Angel. Ging fest. Hallo. Ich höre was. Ich stalke ein Flauschi. Das denn? Ich weiß es nicht, ESG, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Na, ich habe das gehört. Ja, aber ich finde keinen blöden Beweis. Stell das nochmal hin, bitte. Ja, aber Geisterbox war nichts bisher. Müssen wir ja nicht gehen, weil der reagiert doch nur auf eine Person, oder? Ja. Flauschi, chill. Ja, ja. Dum, da, da, dum. Schau
Gummi? Hier, Gefriertemperatur. Magna. Do you want to play? With me. Und hier habe ich gerade schwere Atmung. EMF Level 3. 3? Komm, komm mal in den Flur. EMF 3 ist ja nicht EMF 5. Aber, also. Hä? Das ist korrekt. Mach mal das Licht aus. Warum denn nur? Komm mal in den Flur, bitte. Aber nur, wenn ich... 4? EMF Level 4? Ja, was komm mal her. Ich komme. Der Geist würde hier umbringen, by the way. Meint ihr, der ist hier, dass ich nur an der... Oh, 5! EMF Level 5, dein Flur, ich hole mal das komische Gerät. Okay, dann ist der Geist hier. Das erklärt, warum das nur so am Rand zu spüren war. Oh, wer bist denn du? Beweise, EMF 5. Ich kann mal einen Atem sehen. Ja, sind das Gefriertemperaturen? Ich habe nämlich kein Dings dabei. Weiß ich nicht. Ich mache aber schon mal EMF 5. Aber wir hatten vorhin auch Gefriertemperaturen. Ich trage das jetzt mal ein. Huch. Hast du es gesehen? Wieso sehe nur ich die blöde Alte? Die hat so einen Klohut auf. Vielleicht mag die dich besonders. Was hat die denn mit mir? Staffelei, das war da vorher nicht drauf, ne? Okay, geh mal wieder hier raus. Da. Dann okay. Hat er die Staffelei bemalt. Wenn das Gefriertemperaturen wären, wäre es eine Mare. Und ja, würde ich auch sagen, es ist mehr Mare. Schwer aufzuspüren, wenn jemand in der Nähe ist. Wenn jemand in der Nähe ist, wird er nicht jagen wollen. Ja, das könnte passen, ne? Wo ist Wolfi? Da hinten. Zumindest war er hinten noch. Wolfi! Bestätige das jetzt. Wolfi? Ja. Was ist denn heute los mit mir? Überhaupt nicht gefasst. Kuscheln. Was, wo? Ich bin vor der Tür. Du lebst ja noch, die suchen dich alle. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich habe Beweise eingetragen. Ja, lass mal. Also, ihr denkt, es ist mehr? Ja. Ja, lass uns zusammen eben nochmal raus oder lass mal gucken. Komm mit jetzt. Wolfi. Ich hab vorhin im Übrigen, wo ich tot war. Yeah. Ja, Jossi, dann komm raus, dann stirbt der Wolf eben. Stand ich hier und höre hinter mir ein Psst. Und ich drehe mich um und da guckte der mich da hinten von der Ecke aus an. Ja. Okay, also das sind jetzt die Optionalen. Wer hat dich angeguckt? Also, aber wir können die Optionalen gar nicht machen, oder? Hinter der Scheune da, genau da, da kam dann so ein Geist, so, guckte dann so schräg um die Ecke und guckte mich da an. So ein Gimmick hier. Lass doch mal gucken, wenn wir alle mehr eingetragen oder Mara eingetragen haben, müsste doch jetzt diese Option freigeschaltet sein, oder? Die ist, wenn auch nur einer macht. Sobald du einen Geist antrittst, kriegst du die Optionalen. Ich habe kein... Ah doch, oder? Ja. Hä? Nee, bei mir ist ein Schloss vor. Ja, bei mir auch. Vielleicht geht das mal. Nur, wenn wir mal was richtig gemacht haben. Warte mal kurz. Beweise? Herr Schmitz hat keinen Geist ausgewählt, steht hier bei mir. Hä? Du musst noch bestätigen. Wenn jeder in deinem Team den Geist ausgewählt hat. Ah. Tada. Jetzt können wir. Korrigiere die Kruzifixe. Also. Kruzifixe, die waren am Eingang. Lies die verlorene, lege die toten Ratten in den Kessel. Okay, Ratten, Notizen und Kruzifixe. Und zusammenbleiben. Und zusammenbleiben. Okay. Wenn es mehr Mare ist und der nicht jagt, wenn wir zusammen sind. Wieso? Ach, jetzt hab ich ihn. Natürlich zugehört, wir müssen zusammenbleiben. Ja, langweilig.
Du bist die größte Schissbuchse hier, die Jungle Yap haut. Also bitte. Nee, ich bin nur überlebensrealistisch. Das ist alles. So, ein kurzer Film. Blinkt hier und hier blinkt eine Ratte. Hab ich. Lass die in den Kessel legen. Da hat eine Ratte in der Hand. Wie viele Ratten müssen es denn überhaupt sein? Das wäre jetzt weiß einfach, wenn das da stehen würde. Aber die haben schön geblinkt. Hier blinkt noch was. Hier gibt's Geräusche. Wahrscheinlich krieg ich wieder was ab, ja. Das ist, glaube ich, die Notiz. Oh. Victoria träumte seit Monaten von ihrem Hochzeitstag. Sie hatte alles, was sie sich wünschte. Ein wunderschönes Kleid, ein Traum, eine traumhafte Location und vor allem einen Mann, den sie liebte. Was passiert da im Hintergrund? Glaubte sie zumindest. Sie hatte keine Ahnung, dass ihr perfekter Tag in einem Albtraum enden würde. Victorias Ehemann war ein Mann, der von Eifersucht und Besitzanspruch getrieben war. Das kam mir bekannt vor. Je näher der Hochzeitstag rückte, desto intensiver wurde seine Paranoia. Er überzeugte sich selbst, dass Victoria sich mit jemand anderem traf und vorhatte, ihn zu verlassen. In der Nacht ihrer Flitterwochen brachte er sie zu einem verlassenen Haus, das einst einem Freund gehörte, den er einst kannte. Er überzeugte sie, dass es ein romantischer Kurzurlaub werden würde, nur sie beide ganz allein in dem verlassenen Haus. Aber sobald sie ankamen, merkte Victoria, was passiert da um mich herum, dass etwas nicht stimmte. Ihr Mann benahm sich seltsam, fast so, als wäre er eine andere Person. Plötzlich griff er sie an, seine Eifersucht und Wut kochten über. Victoria wehrte sich, aber sie war... Ist das auch lange? Weiß ich nicht, aber sie war ihm nicht gewachsen. Soll ich schneller lesen? Er wirkte sie mit der Spitze eines eigenen... Das Hochzeitskleid ließ ihren leblosen Körper auf dem Bett des verlassenen Hauses zurück. Jahrelang blieb das Haus verlassen, ein Ort des Todes und der Verzweiflung. Das verlassene Haus wurde zum Ort unerklärlicher Phänomene. Die Einheimischen hörten die Stimme einer Frau, die mal weinte, mal lachte, mal schrie. Sie sahen eine schaurige Erscheinung in einem Hochzeitskleid, die umherirrte. Erst nach vielen Jahren wagte sich jemand in das Haus und entdeckte Victorias Hochzeitskleid, das im Hauptschlafzimmer sorgfältig drapiert war. Ihr Mann hatte es nicht übers Herz gebracht, es zu vernichten, und so blieb es dort als quälende Erinnerung an seine Tat. Es ist Kapitel 12. Es ist nun der Schauplatz eines unheimlichen Spuks. Victoria, deren Seele an ihrem Hochzeitskleid gekettet ist, sinnt auf Rache an ihrem Mörder. Doch in ihrem Herzen bewahrt sie immer noch einen Funken Liebe und Sehnsucht nach dem Mann, den sie einst zu kennen glaubte. Ihr Wunsch nach einem, ist jetzt zu Ende, einem glücklichen Eheleben ist tief in ihrem Inneren verborgen, unterdrückt von ihrer Wut und ihrem Schmerz. Nur wenn sie Frieden findet, kann sie endlich loslassen. Na. Ja, endlich. Perfekt am Rande. Habt ihr gesehen, dass auf dem Video eine Person im Bett liegt und wenn man oben ist, ist da keine? Ja. Oh. Aber da sind ganz viele Kreuze, heißt das, oben sind auch Kreuze. Oh, wo seid ihr? Das war da. Was ist hier? Achso, die Notiz. Wo sind die anderen? Hallo. Ich weiß nicht. Keller! Saskia, ich hab kein Licht. Ja, da ist dein Kessel für deine Ratte. Ja, aber ich glaube, wir brauchen mehr Ratten, oder? Ich habe ein Licht. Ach so. Da. Der Keller. Kessel. Schmitz? Hier rein. Ja, hier ist gut. Ich sehe nur schwarz. Hä? Hey, ich leuchte dir doch. Anleuchten. Ah! Okay. Wo leuchtest du denn hin? Okay, ich weiß nicht. Ach so, da ist der Keller. Ich dachte, hier in den Dingern. Ja, das hat gerade funktioniert, aber ich vermute, es gibt mehr. Da kann man hier irgendwo ein bisschen die Helligkeit hochschrauben? Das ist ja grausam. Dann nimmst du doch den ganzen Reiz aus dem Power Game, wenn du dir das Licht anmachst. Du hast eine Taschenlampe, wir nicht. Ja, aber Lichtfeld. Ach. Herr Schmitz? Ja? Kommen Sie. Ich kann nur das Lichtfeld gerade, ja. Glaube ich. Ich sehe nur ein Licht, aber ich sehe nicht, wo es herkommt. Das bin ich. Das ist nicht Flash. Da ist Flash. Was ist los? Gehen wir weiter, oder? Wir haben dich nicht gesehen. Hä? Ich glaub, lass noch mal irgendwie rausgehen. Ich habe meine UV-Lampe draußen liegen. Seht ihr nichts? Soll ich euch den Weg leuchten? Nein. Dein Licht ist für uns kaum sichtbar. Gott. Ja, so, ja.
geht's hier nochmal raus. Ich glaube... Hier. Ich höre was. Bei Fassung hätte ich gesagt, dass jemand gestorben. Hm. Achso, nee, ich will da nicht alleine rein. Boah. Ich warte auf dich. So. Da war das Geräusch wieder. Ja. Also unten ist jetzt nicht viel passiert, ne? Ich denke, es ist hier mal gestorben, oder? Nee? Da waren aber Geräusche, als wenn hier Knicke gebrochen wären. Wir hatten Kruzifix umgedreht, vielleicht deswegen. Achso. Das kann sein. Also wir brauchen Kruzifix und Fatten. Wo bist du denn, Wolfi, ne? Oben? Wolfi ist einfach losgestürmt, da ist er. Ja, wir brauchen noch Ratten. Also wäre ich mit Wolfi in einem Horrorfilm, dann wäre er wahrscheinlich zuerst tot. Bitte? Entweder das oder du, weil er dich allein lässt. Meine ja. Sicht ist gerade komisch. Oh, die Tür ist zugegangen. Achso, ich habe die zugemacht, weil die Sicht sich gerade so komisch verändert hat. Bei euch nicht? Nee. Mhm. Das bedeutet, deine Sanity ist ziemlich niedrig. Okay. Außerdem hast du mit mir in Horrorfilm eine gute Überlebenschance. Ich weiß ja nicht. Du rennst einfach blind auf den Mörder. Ja, und wir starben. Ja. Was sollen denn die anderen sein? Keine Ahnung. Wir können ja mal gucken, ob überhaupt noch Ratten zu erledigen sind. Vielleicht sind wir ja schon durch und es war nur eine Ratte. Das kann sein. Wir können ja mal zum Auto gehen, vielleicht sind wir schon durch. Da müssen wir nämlich nur noch die Finger suchen. Gute Idee. Habt ihr Ausgang hier? Wir warten am Ausgang auf dich? Hä? Der Ausgang ist da vorne? Ah. Ich hätte dir das echt zu holen. Abgeschlossen, Kruzifix, abgeschlossen, Notiz, lege die toten Ratten. Ne, wir müssen noch Ratten finden. Ratten sind noch offen, alles andere ist fertig. Ja, und dann können wir die fünf Finger machen, falls wir das uns... Fünf Dinger? Achso, ich wollte sagen, was bewegt sich hier, oder sind wir? Ja, letztes ist fünf Finger unten in die Kelche tun, damit du den Geist exorzierst. Damit fünf er weg ist. Finger für den Mal. Ja, aber dafür müssen wir aber erst die Ratten machen, sonst kommt das andere ja nicht. Ja, eben. Die Finger spawnen kann man, nicht. Kann man nicht einsammeln, ne? Nee, die Finger spawnen erst, wenn das andere erledigt ist. Frage ist, wo ist noch eine Ratte? Sag mal, zwei. Machen? Zweier Teams? Ja. Kommt nur, wenn wir bleibst du bei mir? Wo gehen wir hin? Ich bin da. Dafür sagen wir, gehen wir jetzt hier mit durch. Siehst du nicht, wenn ich hier hinstrahle? Hat die Ratte von irgendwie geleuchtet? Siehst du denn, wenn ich leuchte mit dem UV-Ding? Ja. Das sehe ich, ja. Das siehst du? Okay, das heißt, die Taschenlampe ist mehr für einen alleine. Ja, ihr beide habt Taschenlampe, ne? Wenn wir uns aufteilen, würde ich dann eher sagen, dass dann Perry und ich rumlaufen, wenn sie wenigstens mein Licht sieht. Ja. Ihr habt ja Taschenlampen. Na gut, vielleicht ab in den Keller oder so. Oder ja, ich laufe hinterher, das ist einfacher. Wir gehen nach oben. Ich hab so eine Flasche hinterher. Stimmt. Hi. Hi. Ja, alles gut. Ratte. Ob man die deutlich erkennt? Ja, ich weiß nicht. Er hatte halt eine plötzlich in der Hand. Ja, ich habe es auch nur gesehen, als er es in der Hand hatte. Ich glaube, hier ist. Aber alles andere war ja immer so weiß, wenn du drüber gehabert bist. Ja, wenn. Also, du musst ja eigentlich nur den Cursor der Maus ziemlich bewegen, oder? Ich denke.
Und gucken, ob irgendwie es auf. Oder muss man irgendwo was aufmachen? Meinst du die Stämme oder wir Stämme? Ich hoffe keiner. Ich hoffe, dass wir das gut abschließen. Ja, Schränke kann man nicht aufmachen, ne? Ich weiß nicht. Kann ich dir was, nicht sagen. Was war das denn gerade? Ich hatte gerade irgendwie. Ich bin mir unsicher. Oder warst du das? Ah. Warte mal. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ah, das war dein Innenleben. Ich hab zu Tode erschrocken gerade. So aus, als darum geht's in mich rein, also. Jetzt hätte ich schwarze Haare ins Gesicht gekriegt. Das war der Geist. Das hast du auch gehört, ja? Ja, das war Handouts. Gesehen habe ich nichts. Der Geist wird aggro, der jagt. Dann gehen wir in den Keller als nächstes. Ja, da unten ist aber direkt der Kessel. Was ist hier? Nein. Wo bist du? Bleib mal hier. Lass mal gucken hier. Hier ist die komische Notiz. Wie haben die denn die Notiz gesehen? Die leuchtet ziemlich stark. Und ich kriege ein Handzeichen. Oh. Wenn du eine Ratte wärst, wo wärst du dann? Also ich wäre im Keller. Theoretisch, ja. Ey, warte mal, ist hier nicht irgendwo eine Stelle gewesen, wo uns so Ratten entgegenkamen? Also mir nicht. Vielleicht hier als Geistereffekt oder so. Hörst du das auch? Ja, ich glaube, der ist ziemlich akku jetzt gerade. Ich hörte gerade von oben nein, 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 nein. Ja, vielleicht ist einer von beiden schon tot. Ach Gott, hier muss doch irgendwo mal eine Ratte liegen. Wo bist du? Oh. Wieso mit dir habe ich dauernd Angst, dass ich alleine irgendwo stehe? Alles gut. Ich würde langsam wieder hochgehen, also ich sehe hier mal keine Ratte. Okay. Gibt es denn auch andere Gänge vom Keller, oder? Ich glaube nicht. Oh, ich kann im Kessel stehen. Nice. Erstmal ein Fußbad. Gegen die Pisse, wo du gestern hattest. Schmitz ist down! Oh nein! Warum stirbt der Schmitz eigentlich immer als erstes? Weil ich mich heldenhaft vor Piri gestellt habe. Siehst du, du redest wieder aus der Geisterwelt. Piri, wir waren gerade im Keller, komm da wieder raus. Aber ich hab zwei Ratten. Ach so! Dann schmeiß sie rein, dann sind wir damit durch. Ja, das ist was schwer. Da fehlt wohl noch was. Wieso? Kannst du das im Wagen sehen? Im Zelt? Oh, oh. Was zur Hölle? Nee, dann würde das Ritual ja beginnen, oder? Ah nee, die Finger fehlen dann, ne? Ja, die Finger. Ich habe einen Finger. Was passiert hier? Seht ihr es auch? Bin ich tot? Lausche stirbt. Oh nein. Hallo. Hallo. Du bist gerade hier von mir gefallen. Ich hab's nicht kommen sehen und nicht verstanden. Was war das denn, Baby? Also ja. Ich hab einen Finger, aber Flauschi ist tot. Ja. Toll. Hören die uns jetzt oder nicht? Ja. Ah. Wir reden aus der Geisterwelt. Ja gut, aber... Halt einen Finger hoch, wenn du noch lebst. Harry, du hast jetzt die Aufgabe, du musst dir einen Finger suchen. Nur dann darfst du gehen. Wo kommen die Finger hin? Die gehen unten in den Keller. Neben dem Kessel waren die Bottiche. Ach so, dafür sind die da. Und du musst fünf Finger finden. Ja. Aber ich habe Harry nicht. Der Mikro geht wahrscheinlich nicht. Hab doch gesagt, es hat geklingelt, war mein Telefon. Achso. Keiner gehört. Habe ich nicht gehört, also, ich bin gestorben. Ich muss vier Finger finden. Ja. Wo ist der Rest? Tot. Bin tot. Du hast meinen Tod mit angesehen. Du musst doch wissen, wo ich bin. Ich habe einfach nur eine Frau gesehen und dann war ich
Ja, ich außerdem muss dein Hintern noch ziemlich kalt sein, wenn ich die ganze Zeit dranbleibe. Ich habe gedacht, ich kriege irgendeine Sequenz. Ich habe nicht kapiert, dass ich gestorben bin. So wird es bestimmt doch wirklich sein. Oh, oh. Lauf. Nee, ich bin schon tot. Was soll passieren? Ich meinte auch Perry. Der kommt. Von wo? Lauf nach links. Ja. Zu spät. Oh Gott, ich habe eine Sequenz. Ja, sag ich doch. Perry down, Perry down. Eigentlich können wir jetzt fahren. Wenn wir bescheißen würden, ne, müsste Wolfi im Zelt bleiben und wir könnten die Finger suchen und ihm dann sagen, oh, okay. Wolfi haut ab. Wie immer. Wolfi haut einfach ab. Aber ich sag's doch, er ist ein Angstwolf. Naja, aber guck mal, so hat er sich ein bisschen Geld gesichert. Wenn er jetzt auch gestorben wäre, hätten wir nichts gekriegt, oder? Oh, dann wenn du tot bist, kriegst du kein Geld. $500. Ja. Ja, aber Abzug dann, ne? Wenn man tot ist. Ja, wenn alle du kriegst tot drei. Boah, die Beruhigungstabletten kosten 1500. Perry, ich sehe deine Zunge und deine Zähne von innen. Außen 150 habe ich jetzt bekommen fürs Überleben. Damit was? Kann ich uns Equipment kaufen. Nicht nur 575. Ja, Überleben ist halt mehr wert. Ja, deswegen wirst du die nächste Runde auch anführen und du wirst auch der Letzte sein, der rausgeht. Der Captain geht mit dem sinkenden Schiff unter. Du weißt, dass dein Stream ist, also du bist der Captain. Du hast die Lobby aufgemacht. Ja, aber guck mal, jetzt kann ich uns Sachen kaufen, weil ich überlebt habe. Du kannst, glaube ich, eine Sache kaufen für 1500. Sind die alle so teuer? Also, ich habe noch eine Taschenlampe reingeschmissen. Zurück, bereit. Ich bin bereit. Herr Schmitz, bist du da? Eine Minute. Okay. Dum, 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 ich mache das einfach. Dum, ich mache das einfach dum, in der Schule. Dum, dum, ich mache das Geschäft dum, davor. Dum, was? Nein. Oder darf ich das Wort machen? Piep. Nein. Oder das. Nein. Piep. Oder das. Piep. Ich bin bereit. Und Spopp, Schwamm, Kopf. Oh, wer lebt denn Ananas ganz tief im Meer? Was? Was? Können wir jetzt? Was? Ja. Wir sind alle bereit, oder? Wir sind alle bereit. Ja, dann auf geht's. Du meinst gerade noch, gib mir eine Minute, deswegen. Ja. Naja, ich führte gerade eine WhatsApp. Häufig statt. Ja, Moment. Ja. Los. Und so. Herr Schmitz. Ja, bitte. Ich möchte jetzt einen Speedrun von euch sehen. Okay. Du gehst vor. Ja, los. Beatrice Hanna, antworte ich nur, wenn du alleine bist. Ach, der Funzel. Danke, danke. La, 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 la. Stand hier vorhin auch schon eine Kerze? Den Süffel? Ja. Hello. It's me. Das spiele ich eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Was? Sag halt die Klappe. Ich hab ein Kartenspiel gefunden. Muss ich mit dem Geist reden, damit er mir antwortet? Da war doch gerade was. Victoria. Er hat es mir warm gemacht. Hä? Sag. Hier war doch gerade was. Bisher habe ich nur zwei. Warte mal. Ich habe ein Kartenspiel gefunden. Nein. Ist das wieder hier dieser Flur? Hallo, hört ihr mich?
Ja. Ja, Kartenspiel ist Ding. Ich will aufpassen. Das kannst du instant vorführen. Echt? Hier ist doch irgendwo. Bleib bei mir, ich will das spielen. Magna. Magna. Ich glaube, du musst alleine sein in dem Raum vielleicht. Ach, ich habe das schon alleine gespielt und habe hier Magna reingebrüllt bis zum geht nicht mehr und irgendwie ist hier nichts passiert. Magna. Was ist bei mir passiert? Sehe ich auf diesem Ding nur, wenn ihr sprecht? Was? Magna. Magna. Ich habe natürlich wieder nichts gesehen, na toll. Show me. Show me. Show me? So heißt mein Handy. So heißt mein Staubsauger. Also ich habe bisher nur EMF. Also ich will jetzt ein Kartenspiel spielen. Wie geht okay. das? Okay, mach mal. Ich hebe ab. Flame of Fate. Huch. Du hast bei mir nichts gemacht. Aggressive. Was steht hier noch? Aggressive. Irgendwann bin ich wahrscheinlich tot, wa? Aggressive. Okay, das reicht. Da steht immer nur, der ist aggressiv, aggressiv, aggressiv. Muss ich hier mit diesem Ding eigentlich mit dem sprechen? Und muss ich auf Deutsch oder auf Englisch sprechen? Ich sag, bist du da? Du musst mit dir sprechen, sonst wird der nicht antworten. Musst du das Ding vielleicht noch einschalten? Ich hab's ja schon in der Hand. So ist, halte ich's nur und so, achso, so spreche ich rein. Bist du da? Can you hear me? Ja, klar, alle. Also, wir haben. Are you here? Das weißt du doch noch gar nicht. Hello? Ja, weil ich schon das ganze Ding gelaufen bin. Ja, und? Das zeigt sie erst, wenn der Geist aktiv wird, richtig? Ja. War er ja. Ja, denk dran, sie kommen auch Jumpscares, die nichts damit zu tun haben. Ne? Ich hatte bisher EMF Stufe 4 maximal nur. Okay. Wo denn? Hier. Hier? Ja, da hat er die ganze Zeit den Stuhl hin und her bewegt. Können wir das Lichtmaß machen? Wenn er den Stuhl hin und her bewegt hat, finde ich. Das ist der Geister. Was passiert hier? Was war das gerade? War das bei euch? Ja. Oder war das hier bei mir oben? Der macht hier ziemlich viel Krampf. Ob wir hier oben gewesen sind, aber hier hat sich gerade irgendwas bewegt oder so. Du hast 4, Sasse. Lass mal hoch. Wie kommt man denn da hoch? Ich höre Dinge, aber ich sehe keine Dinge. Wie sind das? Passiert also da was? Oh, hier oben passiert was. Ich bin da hochgekommen. Mit der Treppe. Ach da. Lass mal hochgehen. Habe ich das jetzt so hier durchgesehen oder ist hier wirklich was passiert? Oder war es ein Jumpscare? Ist irgendwas? Da unten, schon wieder bewegt. Das ist im Wohnzimmer, ich sag's euch. Was hast du hier für einen Ausschlag? 3. Okay. Der Fernseher dreht sich die ganze Zeit. Ja. Doch, Fingerabdruck auf dem Fernseher. Fingerabdruck, nice. Fingerabdruck? Hat jemand die Staffelei? Sag mal, lebt Peri noch? Peri. Peri? Ich weiß es nicht. Peri? Keller gegangen. Peri? Ah, die Sachen hier von Peri liegen da. Weißt du, Peri ist tot? Ihr ganzes Zeug liegt hier. Ja, dann wird sie tot sein. Also ich nehme einmal ihr Zeug mit. Was habe ich jetzt mitgenommen? Hätte ich noch eine Taschenlampe von seiner gebracht? Oh, ich nehme. Ich genau, dann schmeiß ich jetzt. Dann schmeiß mal weg mit G, ne? Ja, dann lass hochgehen. Bist du da? Hallo, Geist. Achso. Und jetzt muss ich warten, dass der reagiert, oder was? Geist, kannst du bitte mal zeichnen oder hier drüber fliegen, oder?
Achso, er reagiert nur auf alleine, ne? Nein, bitte um das was. Ich nehme mir dein wunderschönes Gesicht. Bitte auch ein bisschen Karten spielen. Hier steht nur, was er aggressiv ist. Mr. Geist, möchtest du uns ein Gesicht von dir zeichnen oder was aus deiner Welt? Can you paint yourself on the mural? On the painting? Gib mal bitte das Voice-Ding und die Geisterbox an Wolfi. Wenn er eh damit quatscht, dann kann er das direkt mit zusammen machen. Ja. Dankeschön. Can you hear me? Speak with me. Hm? Gib mir ein Zeichen. Schreib mir dein Alter auf die Leinwand. Can you show me how beautiful you are? Hallo. Ich hab ein Baby, aber ich weiß nicht, ob es da zugehört. Ich hab hier auch gerade ein Baby gehabt. Ich hab Schattenbaby gesehen. Ich weiß ja nicht, ob das ein Erfassung ist oder O. Was ist O? Ich glaube, es. Ich hab gerade ein tierisches Geräusch gehört und mir wurde gerade komisch. Ja. Oh, er spricht mit mir. Hier mit mir aber auch. Warte. Geisterball. Also, er hat mir gerade gesprochen. Do you want to play with me? Do you want to play with me? Do you want to play with me? Er hat gerade schon gesagt, dass er mit uns spielen will. Okay, Geisterbox, Fingerabdruck. Ektoplasmaflecken, hast du die immer gesehen? Nein, du hast die Flausch? Ja. Du hast das Ding da in der Hand. Guck doch mal durch und geh mal hier die ganzen Wände ab. Die Wände ab. Du hast so weiße Spuren. Du müsstest dann irgendwas sehen. Das kommt dir aber sehr gut zu sehen, wenn da irgendwas stehen soll. Ich sehe bisher nichts. Oh, da ist gerade so ein Figürchen aufgetaucht hier. Und wieder weg. Ja, da ist ein Geist gewesen. Hast du irgendwas? Also Leinwand ist bisher nein. Weg. Lauf. Das. Was war das? Das ist aus wie ein Alien. Oh, I'm an Alien. I'm a little Alien. Also, den habe ich gesehen, okay, aber. Mehr. Fingerabdruck haben wir jetzt. Also und wir sag haben dir, ich sag einfach, das ist ein Poltergeist. Fertig. Nee, wir gucken jetzt richtig, was das ist. Geisterarten. Warte mal, Poltergeist, was würde denn da fehlen? ESG-Reaktion. Was war das andere? War das passt, guck mal, der bewegt schon wieder blind. Ja, gut, das spricht schon für Poltergeist, ne? Im Allgemeinen, so. Ja, ist ja gut. Ich darf ich mal durch, bitte? Sollen wir vielleicht mal rausgehen und das besprechen? Ja, ich würde erstmal rausgehen. Lass mal auf die Tür gehen, dann gucken wir uns die drei Sachen mal an. Dann können wir auch sehen, wie viel Sanity wir noch haben, ob wir Nebenaufgaben überhaupt machen können. Wo ging es raus? War, ist das richtig? Ja. Nee. Ich glaube, ich würde schon in dem Horror-Ding einfach sterben, weil ich mich verlaufe. Ja, ich auch. Ich lande dann in der Schlachter-Ding vom Killer oder so. Ja, mir stimmt jetzt die Gehörte. So, aber Perry ist ziemlich schnell gestorben, oder? Vielleicht ist sie rausgeflogen. So. Also. Gucken wir nochmal, was haben wir noch? Wir haben Pool und einen Tee. Also Poltergeist, sie können viele Dinge auf einmal werfen und können deinen Geisteszustand schnell reduzieren. Sie werden sich beruhigen, wenn es nichts mehr zu werfen gibt. So, der Tee wäre das mit der Staffelei. Und der Ghoul. Nein. Und der Ghoul braucht
Gefriertemperaturen. Gefriertemperaturen haben wir auf keinen Fall gehabt. Staffelei hat er nicht angerückt. Dann würde ich auch tatsächlich auf den Poltergeist tippen. Will, er wird ruhiger, wenn du nicht zu viel redest. Sie können wütend werden, wenn du wütend werden und jagen, wenn du fluchst. Das haben wir nicht getan. Ja. Der hat doch noch nicht gehen. Also doch. Gut, wird einmal gejagt. Also Geister. Also Perry ist zum ersten Mal rausgeflogen. Oh. Okay. Zweitens, sowohl du als ich haben nur 30, Flauschi hat 60 Sanity noch. Und Aufgaben sind Salzsäcke, Ratten und Foto können wir aber nicht machen. Wieso nicht? Warum? Weil wir keine Kamera Foto können wir nicht machen, ja. Aber wir können, wenn wir wollen, noch Salzsäcke machen. Ja, die Frage ist, haben wir genug Punkte dafür? Ich habe doch noch gar nichts eingeloggt. Wie kann das denn schon frei sein? Log ein, dir! Ja, habe ich! Nee, hey, aber du siehst ja die Aufgaben schon im Vorfeld. Ja, habe ich nicht gesehen. Was war das? Salzsäcke einsammeln, Ratten in den Kessel. Müssen wir nicht wieder zusammenbleiben? Nee, ich glaube, das Spiel hat keine Rolle mehr. Geht das denn auch ohne Perry, dass die eingeloggt hat, weil sie ja weg ist? Ja, ja, die ist ja komplett rausgeflogen. Salzsack. Alter. Wir haben gekriegt, ey. Achso, das ist die Staffelei, die wollte ich gar nicht haben. Ah, hier ist eine Ratte. Eine habe ich. Salzsäcke und Ratten. Ich weiß gar nicht, wie viele Salzsäcke das sein sollen. Auf jeden Fall habe ich eine Ratte. Oh, ich höre wieder was. Oh mein Gott. Ah. Ich habe auch eine Ratte in der Hand, aber mir atmet was ins Ohr. Dann ab in den Keller mit euch. Keller, in den Kessel. Jagt er? Der jagt. Der jagt mich. Scheiße. Er sagte Keller. Scheiße. Wo ist denn der? Ah, hier ist der Keller. Ja, im Keller. Ich hab gesagt, kannst du den Keller finden. Du bist gerade mir vorbeigegangen. Also, Herr Schmitz ist umgebracht worden. Na toll. Kann ich die? Fingerabdruck an der Tür. Fingerabdruck an der Tür? Ja. Aber wir haben doch schon alles ausgewählt. Wäre Poltergeist denn auch Fingerabdruck gewesen? Ja, tatsächlich. Wie viel... Ratten brauchen wir denn? Oh, da leuchtet was. Was bist du? Was? Hast du einen Salzsack? Wolfi? Oh. Wolfi? Hallo? Du siehst ja fein aus. Oh, ich habe eine Ratte. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, nein, lass mich in Ruhe. Lauf, lauf, lauf. Ich hab ne Ratte, lauf! Ah. Lass mich in Ruhe!
Nein, lass mir in Ruhe, hab ich gesagt. Scheiße. Das ist echt lustig. Das sah so geil aus. Wenn ich im Kreis um ihn rumgelaufen bin. Also wir alle tot. Ja, hab ich mitbekommen. Toll. Aber 450. Ja, die Ratten haben wir geschafft. Sandsäcker nicht. Ein Foto konnten wir eh nicht machen.